Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu RimWorld. Ja, in der letzten Folge wurde ich hier beigesetzt und es wurde kurzfristig entschieden, dass Gabriel hier als dienstältester Dingskirchenbewohner das Kommando übernimmt. Also, alle hören jetzt auf Gabriel. So, und dann haben wir hier noch die Coco, die gerade am Durchdrehen ist. Die wollte sich die Stella sichern. Das machen wir auch mal. Und dann hätte man noch Timo, seine Schwester oder Freundin, die Carina heißt. Ich glaube, in der nächsten Season, falls ich nochmal eine Season machen werde, muss ich wirklich jeder persönlich bewerben, weil ich kann ja nicht wirklich hundertprozentig nachvollziehen, ob, wie soll ich sagen, da auch wirklich ein Zuschauer dahinter steckt. Dann würde ich mal sagen, tun wir hier mal eine Anbauzone erzeugen. Und dann stellen wir fest, dass das hier kompletter Mumpitz ist. Ja, gut. Hätte man wissen können, ne? Weißt du was? Das installieren wir einfach mal neu. So. Dich reißen wir dann auch mal ab. Gabriel, du bist zwar noch nicht am Schlafen. Ich würde mal sagen, dass du das noch schnell machst. Genau. Nachdem du gegessen hast. Wäre ja gelacht und so, ne? Rebecca spielt Urk. So, Gabriel, wie geht's dir eigentlich? Uiuiui, du bist ja richtig fertig. Kolonist gestorben, verrottende Leichen gesehen. Ja, die müssen wir endlich mal wegschaffen. Du musst dich auch mal ausruhen, Freundchen. Und dann muss irgendjemand mal den ganzen Stahl hier anschleppen. Das macht Lavalion. Schlachtet Kreatur. Alles klar, das ist der Hase, den Sam erlegt hat. Gib mal ein bisschen Gas. Wer ist denn eigentlich unser zweiter Koch momentan, wo ich jetzt weg bin? Wir brauchen ja mindestens zwei. Sam eventuell nicht. Oder eventuell Sam doch. Wir wissen es nicht. Und da ballert irgendwo jemand. Wo wird denn rumgeschossen? Na gut, auf jeden Fall werden hier Tiere gejagt. Oh, guck mal, noch mehr Hasen, die wir erlegen können. Und Rutine. Und es gibt momentan keine Raubtiere, das ist schön. Können wir das Ganze mal ein bisschen auf uns wirken lassen. So. Die Anbauzone wird dann entfernt. Dann erstellen wir hier eine Anbauzone. Wunderbar. Auch bitte mit Reis. Wächst halt am schnellsten. Und dann... Ja, ich weiß, es wird zu viel Strom fressen, das Ganze. Möbel war das, genau. Künstliche Sonne hierhin. Uiuiuiui. Na komm, das reißen wir mal ab. Ich meine, den Baum fällen wir, den bitte auch. Das kann weggeschleppt werden. Und dann können wir mal bei Zeiten. Und der Herbert ist verwirrt, alles klar. Strukturen. Was haben wir momentan schneidet den schon am meisten? Granit 327 Marmor. Machen wir Granit. So, ich weiß, die Halbpflanze wird dabei draufgehen, aber wir haben ja eine Zucht, wollte ich schon sagen. Und das ist schlecht. Wirklich sehr schlecht. Ich wollte das Ganze ja ein bisschen rüberziehen. So, Kopie, Kopie. Dann können wir da oben halt die Heizungen hinstellen, die wir da benötigen, in den Zwischenraum oder hier unten. Moment,
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Moment nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das reicht vorerst. So, dementsprechend können wir hier eigentlich auch kürzer machen. Oh, ist ja pausiert. Darf ich mal sagen, volle Kraft voraus. Genau, da drin wird geputzt, das ist schön. So, Stella, hast du dich schon wieder gefangen? Hat Stella eigentlich schon ein eigenes Schlafzimmer? Weil mit Schlafzimmern hängen wir auch ein bisschen hinterher. Sieht nicht danach aus. Der Verbündeten sterben, starke Schmerzen, eindrucksvolles Esszimmer. Ach komm, Stella, Kleines, reiß dich bitte wieder zusammen. Ich brauche hier jeden. Und Rebecca jagt hier noch einen Hasen. Verrücktes Tier, Hase. Eieieiei. Auf jeden Fall können wir hier noch weiter die Böden rausreißen. Ist da irgendjemand in der Nähe? Wenn nicht, würde ich mal sagen, wenn da ein paar Leute aufstehen müssen. Oh, Salavalion vielleicht. Brauche ich wirklich so viele Leute? Lavalion, wo steckst du? Hier. Stellen wir uns mal einfach hier auf und testen mal unsere Killbox. Ich hoffe mal, dass wir hier noch Platz haben für Geschütze, aber sieht nicht danach aus. Hoppala. Leute, Justin, du kannst eigentlich gehen. Brian, achso, das war's schon. Alles klar, Leute, wegtreten. Brian. Wie, was, wo, was, wo? Lavalion, kannst du vielleicht mal kochen? Brauchen dringend einen zweiten Koch. Die essen mir hier schon wieder Viecher, das glaubst du gar nicht. Bringt Reis. Leute, ihr könnt auch gehen. So. Wer war jetzt gerade wieder derjenige? Hier, Brian. Ach, direkt zu Lagerzone 3. Ist in Ordnung. Leute, ihr wartet mal kurz. Wenn nicht, dass hier rohes Zeug ist. Kannst du kochen? Nein, also wartest du bitte auch draußen. Blindwütig, was hast du denn vor? Folgt Robin. Gabriel, wo gehst du hin? Ist eine einfache Mahlzeit, die da noch rumliegt, das ist doch schön. Danach kannst du bitte das Windrad weiterbauen. Du wieder Strom reinbekommen. Brian. Hol dir was zu futtern. Robin. Nee, wer ist jetzt eigentlich unser zweiter Koch? Ich glaube, Sam war es, oder? Geht. Wo? Ja, da kommen immer noch Leute nach. Komm, Sam, koch mal eine Runde mit. Justin, wie schaut es denn mit deinen Bauskills eigentlich mittlerweile aus? Konstruktion 4. Also gehst du mal nicht an die künstliche Sonne ran.
So, und Benedikt ist der Nächste. Für dich ist momentan noch keine Nahrung da? Sagst du? Dann steh bitte nicht nackt im Kühlschrank. Danke. Ich glaube, Nathalie holt sich die Nahrung, genau. So, jetzt aber, komm. Boomratte wurde zahm, das ist doch schön. Schlachten wir einfach mal. Schicken wir die Boomratte erstmal ins Tiergebiet. Dann gibt es lecker Boomratte zum Frühstück. Ich würde mal sagen, wir machen eine kurze Schlepprunde. Außer Lavalion und Sam, die kochen. Sam, was machst du? Du kochst noch, alles klar. Du bist ja ein bisschen langsam unterwegs, weil du Nahrungsmangel hast. Und eine Lebensmittelvergiftung und eine Arterienverstopfung. Au. So, wie gesagt, jeder bis auf... Na ja, Gabriel darf auch bauen. Robin wird auch noch benötigt. Kommissar schleppt. Justin schleppt. Rebecca schleppt. Nathalie schleppt. Herbert schleppt. Sam kocht. Stella muss sich noch zusammenreißen. Carina, du schleppst auch erstmal mit, genauso wie Akambandia. So, damit halt der ganze Stahl und so nach Hause kommt, verstehst du? Und die ganzen Steinchen. Behandlung benötigt. Ja, oh, Justin hat sich angezündet. Hui. Ja, das passiert, wenn man eine Boomratte schlachtet. Das hat sich gleich. Oder? Ja. Justin, kannst du vielleicht... Achso, ist nicht im Heimgebiet. Ich will ja nicht, dass das Ding verbrennt. Ich will es essen. Zun. Heimgebiet. Löschen. Und... tragen. Wenn du schon mal hier in der Nähe bist. Feldarbeit können wir auch mal reduzieren. Ich glaube, die Anbausaison ist vorbei. So. Lavalion bearbeitet Steine. Halte ich für ein Gerücht. Kannst du vielleicht mal nachfüllen? Brauchen dringend unser viertes Windrad wieder. Na gut, hier werden noch ein paar Leichen verbuddelt. Stahl sollt ihr holen, Leute. Kannst du bitte Stahl mitnehmen, wenn du schon mal hier bist? Immer wieder das Gleiche mit euch, ne? Ständig muss man euch sagen, was ihr machen sollt. Ich weiß, es gibt eine Mod, die kümmert sich drum, dass sie auch immer alles mitnehmen, wenn sie was abgebaut haben und dann keine Lust mehr haben. Aber ja. Das dauert noch. Beziehungsweise, ich brauche die nicht zwingend installieren. Bauteile und Stahl fehlt noch ein bisschen was. Aber ist alles da. Party! Gabriel schmeißt eine Party. Jeder, der dorthin geht, erholt sich, verbessert seine soziale Energie und bekommt zusätzlich noch einen anhaltenden Stimmungsboost. Doch schön. Die Frage ist halt, wo hauen die noch Schlafzimmer hin? Da möchte ich halt nicht, wegen dem Geysir. Weißt du was, wir hauen einfach mal die Zone hier weg. Ja. So, Strukturen. Eine Granitwand. 7 mal 7 ergibt 5 mal 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, was? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles klar. Läuft ja wie geschmiert. Bitte auch noch eine Granittür hier mittig rein. 1, 2,
Oh, guck mal, da kommen wir wieder direkt an die Killbox ran. Nee, mach mal anders. Das mach mal anders, Leute. 5, 6. So muss es eigentlich passen. Und dann hauen wir da auch mal einfach Doppelbetten aus. Marmor rein, von mir aus. Und wir haben mittlerweile Kommoden, die wir aufstellen können und Nachttische. Das sollte man vielleicht demnächst auch mal angehen. So, Blumenkübel bitte aus Granit. Und die Stange installieren wir mal hier neu. Die wandert ja ständig. Valion, was machst du? Mit Shinter füttern. Kannst du vielleicht... Ja gut, fütter erstmal. Robin? Nein. Aus. Wer hat sich da die einfache Mahlzeit geschnappt? Verwirrung bei Sam. Alles klar. So, jetzt muss Lavalion alleine kochen. Wer kann da mittlerweile die Dinger zerhackstückeln? Justin nicht. Gabriel nicht. Sam und Stella sind durchgedreht. Das ist doch schön. Leon, 3. Du schläfst aber nicht mehr lange. Ja, Sam hatte ein bisschen Hunger, ne? Würde ich mal annehmen. Darauf hätte man achten können. Nee, warte. Achso, ist Gabriel sein Zeug. So, die Windturbine ist da. Die braucht halt noch ein bisschen. Ja, ist mal wieder eine ruhigere Folge. Lavalion. Du kannst kochen. Beziehungsweise hier kochen. Oh. Herbert, Susambo. Nathalie? Oha, was geht denn da vor sich? Rasend vor Wut, Gabriel. Ja, jetzt ist der Gabriel derjenige, der seine 5 Minuten hat. Ich hoffe, Gabriel will niemanden umbringen. Robin. Lass das. Na super. Gut gemacht, Robin. Vielleicht müssen wir unseren Anführer jetzt mal fangen. Weißt du was? Greif ihn mal im Nahkampf an. Gut. Retten. Retten, habe ich gesagt. Dann bitte auch zusammenflicken. Vincenta, wie geht's dir so? Geht's dir schon besser? Heieieiei. Kaum ein Tag ist er der Anführer, schon dreht er durch, der Gabriel. Ja, es ist eine, wie soll ich sagen, eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und Hunger hast du auch. Alles klar. Und Robin, warum kannst du nicht mehr so gut verarzten? Liegt das vielleicht daran, dass deine rechte Schulter abgerissen ist oder dein linkes Ohr? Oder dein rechter Zeh abgeschlagen? Arbeiten schlecht, ja gut. Die Schulter müssen wir mal bei Zeiten ersetzen. Das stimmt. Können sich die Leute mal bitte wieder fangen, die jetzt hier am Durchdrehen sind? Uiuiui. Habt ihr schon den ganzen Stahl angeschleppt? Ich frage aus reiner Neugier. Nein. Nathalie, was machst du? Füllt passive Kühlung auf. Nö, hol bitte Stahl. Lavalion muss kochen. Benedikt schleppt nicht. Uiuiui. Ja, Benedikt, es wäre schon ein großer Vorteil, wenn du schleppen könntest. Kälte geschlafen, ist hier drin so kalt. 15 Grad, das geht ja eigentlich noch. Loraiolo, wie geht's dir? Widerstand verbleiben 10.1. Ja, der M-Xader wird sich bald anschließen. Den können sich dann halt Timo, Lennox
und Knister müsste aufteilen, aber ich gehe der Liste einfach mal wie immer nach, einer nach dem anderen. Mhm. So. Ah, Gabriel wird auch noch gefüttert, das ist schön. Stella, renn bitte nicht zu weit weg. Wenn du dir durchdrehst bzw. umkippst. Nahrungsmangel trivial. Das hat sich hoffentlich bald wieder. Hoffentlich. Oh, da ist das Ding kaputt. Das muss mal jemand reparieren. Justin, warum bist du noch angeschlagen? Ach, wegen einer Verbrennung. Ist zu konstruieren. Nein, Lavalion nicht. Justin auch nur eine 4. Rebecca? Wo hängst du denn rum hier? Reparier das mal bitte mal. Ja, die Teile gehen halt immer kaputt. Also müssen wir mal wieder ein bisschen Strom. Gut, und dann füllst du noch einen Herd auf. Kannst du auch machen. Und vielleicht tust du mal nebenbei noch ein bisschen was Grabtechnisches bauen. Wunderbar. Oha. Rebecca, kannst du bitte mal... Wir haben ja noch Leute, die wir verbuddeln müssen. Vincenta kann wieder laufen, das ist doch schön. Vincenta, was machst du dann? Ah, du baust deine Mauer weiter, ist in Ordnung. Gut, jetzt wird geschleppt, dass das Zeug hält. Na komm, mach das bitte fertig, Rebecca. Go. Go, go, go. Uns ist doch zu viel geschlagen. Ich glaube, das reicht vorerst. Lass mir Rebecca mal ihr Zeug machen. Achso, sie schleppt Steine. Ist in Ordnung für mich. Wildtiere. Und Warg. Ich hoffe, wir müssen hier nicht in die Nähe. Das kann sonst schmerzhaft enden. Bei den Truthahn können wir noch erlegen. Hier vielleicht die Steine ausreißen, wenn ich das schon so sehe. Steine sind immer gut. Ja, und Böden rauszureißen hat anscheinend auch die niedrigste Priorität. Ah, Xadas Widerstand ist gebrochen. Alles in Ordnung. Sam? Ah, Stella hat sich wieder beruhigt. Ist doch schön. Wurdest du gefüttert? Robin. Oh, wir haben nichts mehr zu futtern. Das ist schlecht. Aber sowas von. Ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge Zeugs angeschleppt. Das dürfte dann soweit passen. Dann gehst du mir mal bitte... Justin... Wo steckst du hier? Feldarbeit? Und Herbert hilft da auch mal mit, wenn es sich zusammenreißt. Justin, wo steckst du? Trigranitbrocken. Lass das doch. Ich würde mal sagen, wir ernten mal unser Ding hier ab. Ja, hier gibt es nicht so viel zum Ernten. Hätte mich auch gewundert. Oh, guck mal. Lavalion hat schon mit der Ernte angefangen und alle Essen ist einfach so weg. Kannst du hier kochen? Und wenn Shinta zerlegt. Justin? Ach so, ich brauche ja Waldarbeit.
bitte hier mal alle was priorisieren, damit Lavallion weiterkochen kann. Ausgeruht wird sich jetzt leider nicht. Immer diese kleine Krise, ne? So. Dann können wir das mal ein bisschen reduzieren. Lavallion, wo rennst du jetzt schon wieder hin? Ah, du schlachtest Kreaturen. Nee, kochen. Bevor sie alle roh wegfressen. Muss ja auch nicht sein. Genau, kocht hier alle bei. So gut, meine Freunde, ich würde mal sagen, das war jetzt eine etwas weniger. Was wollte ich sagen? Also eine Folge, in der weniger was passiert ist, aber das ist ja auch soweit in Ordnung. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir eventuell wieder was zu futtern haben. Also, bis denne. Ciao.